Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2017. Heute mit dem Mistkäfer. Hallo. Dem Edkräft. Hallo. Und mit meiner einer, mit Murdoch. Genau. Gleich mal vorweg, nicht Landwirtschaftssimulator 2017, sondern Landwirtschaftssimulator 17. So. Oder so. Genau. Ja, genau. Müssen wir korrigieren. Genau. Sonst kommen wieder Kommentare. Ich würde mal sagen, ich laufe zum Mähdrescher. Dann mähst du halt jetzt weiter. Jo. Gott. Okay, einfach durchs Feld, was mache ich denn schon wieder? Jetzt müsst ihr aufpassen, nicht mehr durchs Feld fahren und so, weil wir haben jetzt ein paar Mods hinzugefügt. Ah! Also und wir haben jetzt das Update drauf, die Version 1.2.1 benutzen wir jetzt. Ja. Falls das jemanden interessiert. Was ist hier noch zu tun? Mal umdrehen. Oh. Machen wir halt mal Feld 12 fertig. Im Rückspiegel sieht man halt nichts. Also die Datenbelegung, kann man die im Spiel ändern, Neger? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Deswegen frage ich ja. Dann geht das auch nicht. So. Wir haben alle Korn. Müssen wir noch mal kurz vor den Cut Stopp machen, weil ich muss noch mal gucken, ob der Sound wirklich passt, weil irgendwie ist das so laut hier. Ja, können wir gerne machen. Mit der Desktop-Aufnahme hat es eigentlich gepasst, aber irgendwie ist es merkwürdig. Irgendwie ist es schon richtig laut hier. Na, ich muss mal kurz anhalten, ich muss noch mal einmal schnell was nachgucken und dann bin ich gleich wieder da. Jo, okay. So. Ich habe gerade leichte Steuerungsprobleme mit dem Lenker, deswegen muss ich einmal kurz im Maschinenraum gehen. Aha. Aha. Lautstärke gesamt passt aber eigentlich. Hm. Noch ein bisschen. Du kannst ja trotzdem nochmal runternehmen, ich hab's jetzt auch nochmal ein bisschen. Aber es ist so laut, ey, halt die Fresse. Das kann sich ja auch nicht so wirklich viel ändern, die Aufnahme zwischen das, was wir gerade aktuell hören. Ja, aber wenn das ist, dann verstehe ich euch kaum. Ich muss da ja weit weggehen, besonders der Mähdrescher ist laut, glaube ich. So, was haben wir sonst noch? Sämaschine, ich könnte ja mal sehen gehen zwischendurch. Das kannst du natürlich tun. Sei doch mal fleißig. Die Frage ist. Kriegst sogar einen Stern. Ist da noch immer das drin, was ich gesät habe? Normal schon. Oder wir hatten das gesät, ja. Da wurde ich gemacht haben. Du. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wer sonst? Wenn nicht ich, wer sonst? Weil die anderen drei Chaoten waren ja auf dem Feld. Ja. Wir haben Mähdrescher, Murdoch am Abfahren und TBS at Kobe. Genau, so irgendwie. Nein, boah. Und oben sieht man ja jetzt wenigstens schön, wer in welchem Fahrzeug ist und was daran los ist. Und die Kompassanzahl. Genau. Ich bin in der 8340. Ich find's geil. So, ich bin wieder da. Jo. Ja. Da war eine Schraube locker. Tja, dann. Das hast du in den Kopfhörer ab und zu mal. Ja, das habe ich nur. Deswegen drehst du am Rad. Richtig. Sitzt nur voll rum auf Arbeit. Ja. Das war echt schlimm mit dir. Naja, das kann man ja in meinem YouTube-Kanal sehen, ne? Ja, wie voll du bist. Genau. Ach, ich weiß gar nicht, was. Sind alle immer so unglücklich auf der Arbeit. Das kann ich so nicht leiden in meinem Praktikum, weil die machen alle den ganzen Tag nichts.
Und du tust nur Papier zählen, also. Ja, ich soll Papier zählen, jetzt stempel ich auch noch Papier. Und sollt ihr mir was verraten? Das ist wie bei der Post, ich tue die ganze Zeit Papier stempeln. Ich sitz bald wieder nur doof rum. Das geht gar nicht. Doch, ja. Dann geh zur Schule. Ja, aber das will keiner. Also ich finde, Mittwoch ist einer der schlimmsten Tage. Nö, mir ist die ganze Woche schlimm. Ja. Ja, Montag, Dienstag bin ich hier auf Arbeit und Mittwoch geht dann in die Schule. Ja. Irgendwie ist es entspannter. Also ich finde jeden Tag schlimm, außer Samstag und Sonntag. So kann man es natürlich auch sehen. Samstag und Sonntag ist natürlich besser. Und der Rest ist alles schlimm. Katastrophal. Ich hab zu viel Bier gesoffen. Draußen liegt Schnee. Ja. Nein. Schnee. Es ist überhaupt. Warum schneit es eigentlich jetzt schon, ey? Nicht mal nach Weihnachten. Zu Weihnachten am Tag früh. Nicht, bei mir liegt noch nicht mal Schnee. Bei mir? Und bei mir auch. Bei Ed ja gar keinen Schnee. Jawohl. Bei mir jetzt. Liegt der Schnee nur auf dem Tisch. Ja, aber der Kloster ist bei euch ja schon wieder weg. Ja, aber nur unten da, wie gesagt, ab 800 Meter aufwärts, da ist alles. Das passiert ja keinen. 800 Meter, ihr seid auch auf 450. Nee, wir sind höher, du. Von gut, ihr seid auf 500. Eine knappe 700, sowas. Ja, dann halt so. Mein Gott, so ein bisschen. Also, wenn du so bei Felder raus siehst, würdest du sagen, so 10 Minuten raufgehen, dann ein bisschen Schnee. So schaut es halt aus. Also, hinten direkt im Wald schon, oder wie? Ja, wenn du vorne rausschaust, die Balkonseite raus, da. Da schaut so aus, als ein Stückchen raufgehen auf den Berg und dann siehst du schon den Schnee. Bist du den Schnee? Okay. Das ist immer so witzig, da denkt man, es ist eh gleich da oben und in Wirklichkeit ist es trotzdem noch weit. Schaut von der Ferne immer so nah aus. Ja dann. Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn überhaupt? Realtime. Vielleicht sollten wir ein bisschen schneller schalten, oder? 5%. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal Nacht und also wir machen mal, passen mal die Zeit unserer Zeit, die oben rechts steht an. Und aber dann, passt bitte auf, wegen der Verderbung der Frucht, sollte aus. Die Ernte nicht verdirbt. Normal muss aus sein, ich schaue trotzdem nochmal sicher zu. So, da steht mal nix. Gerade wie sie auspasst. Spritzverbrauch niedrig, Pflanzenwachstum schnell, Zeitskalierung 5, Pflanzen sterben aus, ja. Okay. Habe ich jetzt. So. Ja, ich habe so einen riesen Spritverbrauch von 0,0 pro Stunde. Gar nicht. Gigantisch. Ich hab 24 Liter. Dann springt da mal auf irgendeine Zahl. Die kann man nicht lesen. Ich hab einen Spritverbrauch von 25 Liter. Was machst denn du? Ja, 10. Ich probe. Ist vielleicht meine Arbeit schwerer, oder? Normal schon, normal müsstest du höher haben. Ich zieh was durch die Erde. Ja, wobei, so eine Seemaschine ist auch nicht das Einfachste. Du musst ja eigentlich auch in die Erde picken, oder? Ja, aber nicht so tief wie du normal. Ja, naja, aber bei Grober und Dings ist, glaube ich, nicht so viel Unterschied. Beim Flügen wäre es halt schlimmer. Aber das stimmt. Sascha, ich glaube, du musst erstmal den Trecker von Ed wegfahren. Nee, ich fahre da immer schon die ganze Zeit. Das passt schon. Darunter ist noch Zeugs, aber. Passt dann so. So muss das. Ich meine, sonst müsste ich aussteigen und ich habe halt heute nur einen Schlüssel für das Fahrzeug mit, da komme ich nicht rein. Du hast keine Berechtigung, mein Fahrzeug zu steuern, gell? Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo Fahrzeugpapiere sind, also wir sind zwar hier auf Privatkonten, also am Feld, aber naja. Du weißt nicht, wo Gas, wo Bremse ist, das ist alles anders bei jedem Traktor, ne? Ja. Was mache ich da? Unrealistisch. Also wohl passt.
Das ist voll schwer mit der Innenansicht fahren. Versuch das mal. Das mache ich die ganze Zeit schon, mit Innensicht fahren. Es sieht halt irgendwie merkwürdig aus. Dann grubbern dann so meine ich. Vor allem, weil ich halt nicht wirklich weiß, ob ich alles wirklich mitnehme. Ja, weiß, das muss einfach mal testen, dann geht's. Ich brauche nur beim Auspuff so ein bisschen fahren, dann geht's. Wo ist mein Auspuff? Ja, meiner geht da vorne rauf, direkt durch den Motorhaube. Die Spiegel sind... Wenn ich das mit dem Rad so circa gleich halte, dann passt das. Ja, die Spiegel sind halt einfach scheiße. Ja, schade, dass man die Spiegel nicht einstellen kann. Ja, es gab mal einen Mod dafür. Vielleicht kommt der ja eigentlich noch. Hatte da drin? Ja. Alt irgendwas. Alt 1. Aber mit F1 geht eh um die Hilfe weg. Ja, und mit Alt 1 geht alles weg. Ja, das ist ja uninteressant. Nur die Hilfe war, sonst sieht man ja den Spiegel ja gar nicht. Ja. Ja, ich kann nur ein Spiegel sehen, also ist egal. Aber das Sicht kann man ja anpassen, gell? Bla bla bla. Irgendwo konnte man das anstellen. Da sieht man halt so wunderschön, wie der Traktor schaut. Aber das war wahrscheinlich wieder in Dings. In den Haupteinstellungen, wo du das einstellen konntest, gell? Was? Ja, diese Bildsicht da. Dieses Wolf oder wie das heißt. Aber ich muss sagen, Ed, man jetzt fährt. Dann wackelt die Kabine richtig schön hin und her, als wenn du überall durch jedes Schlagloch fährst. Ja, ja. Das ist ja der extra for real Mod der Bodenbeschaffenheit. Ja, okay. Ja, dass die Kamera wackelt, ist ja standardmäßig und der andere macht halt noch, dass sie mehr wackelt. Na, dass halt das Fahrzeug ein bisschen mehr wackelt. Wackelt. Ja, es muss auch immer ein bisschen nachlenken. Aber halt auch nicht so wie im LS15er, wo es alles sonst wie war. Ja. Ja, es ist ja alles noch im Anfangsstadion. Und wir warten ja noch auf CNC, dann schauen wir mal, was da wird. Hast du eigentlich bestellt? Nee. Du? Nee. Aber du kannst noch immer bestellen, ich bin noch am Überlegen. Nur jetzt kostet 33. Hey, ich habe in der Innenansicht das Rohr genau über den Anhänger gebracht. Und man sieht jetzt das Rohr noch nicht. Jetzt kostet es mehr, das Paket für die Early Access, oder wie? Genau, 33 statt 27. Noch immer bei Kickstarter. Bin ich mal überlegen. Das ist halt Arnold. Ich meine, es wäre... Early Access, du kriegst ja schon in April, gell? Anstatt in November. Sascha, Vorsicht, ich setz zurück. Und ich glaube, das Spiel wird halt auch nicht viel billiger werden. Naja, da gibt's ja auch einen Preis. Wenn du es jetzt. Ja, wenn du jetzt, natürlich. Aber ich meine, halt später wird's halt nicht viel billiger werden, wenn du es dann kaufen kannst. Wahrscheinlich nicht. Deswegen bin ich noch recht am Überlegen, da nicht investieren sollte. Halt, ich bin ja da überlegen, ob das wirklich so rankommt an Landwirtschaftssimulator. Das weiß halt keiner so wirklich. Eben, viele reden halt so, als wäre es das obergeilste Spiel und haben eigentlich keine Ahnung von dem Spiel, aber okay. Sieht halt schon irgendwie etwas merkwürdig aus. Genau. Es mag wohl realistisch sein, aber die ganze Fahrzeuge so sieht halt irgendwie unecht aus. Ach so, die sehen so nach Plastik aus, ne? Genau. So. Man ist ja LS jetzt auch nicht wirklich so realistisch, wenn man genau beobachtet. Die schaut ja noch merkwürdig aus. Ja. Also, da bin ich ganz ehrlich, da würde ich lieber mit dem 17er hier weiterspielen, als mir das zu holen. Ja, die Frage ist halt, was ist einem wichtig? Die Funktionen oder das Design? Mir sind halt die Funktionen wichtiger als für das Design. Zum Beispiel, was man jetzt als schönes Beispiel nehmen kann, beim Besprühen von Feldern. Da gehen in der LS17 bei den ganzen Frühfahrzeugen alle Düsen auf einmal an. Kettle und Krupps, Nacken. Genau. Sind halt solche kleinen Features. Ja, die setzen mehr auf Funktionen, also auf Animation und sowas, als auf Design. Und auch bei den Dings, wenn du fährst und so, dass nur ein Reifen durchdreht und versinkt und so Sachen. Und dynamischer Boden halt, das hat auch etwas, was nicht so schlecht klingt. Okay. Ed, der Anhänger ist voll? Ja, dann klar, denn ich bin gerade an 10.